Und damit herzlich willkommen zurück zu 60 Parsecs. Ja, wir sind heute im Release. Ich habe mich leider gestern verzählt, ne? War nicht zwei Tage, war nur ein Tag, ne? In den Kalender gucken und lesen müsste man können. Dann wäre das alles gut. Und ich habe leider ein paar Probleme mit dem Spielstand aus der Beta. Der will hier nicht mehr so richtig funktionieren. Deswegen müssen wir doch leider uns nochmal in ein neues Abenteuer stürzen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Jetzt sehen wir nämlich auch mal die Szenarien, die zur Auswahl stehen. Wir haben hier die Weltraumübung. Das wird wahrscheinlich nur der Start des Shuttles sein. Wir haben Voyager. Und wir haben Überleben. So. Jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher. Übung wollen wir nicht. Voyager ist wahrscheinlich nur der Teil auf dem Schiff ohne die Übung. Deswegen glaube ich, wir müssen Überleben wählen. Und ja, wir haben jetzt neue Captains zur Wahl. Wir haben immer noch ihn hier, die. Und die zwei, die wir schon mitgenommen haben. Plus, wer ist denn er hier? Tom Thompson. So, wir kriegen jetzt sogar noch ein bisschen mehr Informationen als gestern. Also, alles gut, dass wir uns das nochmal anschauen. Jedermanns erster Eindruck von Tom Thompson ist der eines ausgezeichneten Majors voller Tapferkeit. Ein Mann, der alles gesehen hat. Mit seiner coolen Augenklappe und der herrlichen blonden Mähne hält Tom sich für den wahrgewordenen Traum aller Leute und die Personifikation des amerikanischen Helden. Leider stimmt nichts davon. Ziel des Captains entsinnende 5 erfolgreiche Expeditionen in die fremde Welt. Er ist intelligent und stark und naja, nicht so beweglich. Okay. Die Megan Mann. So, das mit der Wäscherei, das kennen wir schon. Überlebe 30 Tage mit voller Besatzung, das kriegen wir auch hin. Beweglich und intelligent, dafür nicht sehr stark. Der Baby Bronco. Er hieß hier einfach ein Testosteronbulle, würde ich sagen. Einfach nur stark, dumm wie Brot und nur bedingt beweglich. Okay, was haben wir noch? Könnt ihr ja mal so durchlesen, ne? Die Diddy Dawkins, die hatten wir gestern. Und Emmett Ellis. Trotz seines brillanten Verstandes wurde Emmett von seinesgleichen nie wertgeschätzt und stets missverstanden. Er sucht nach einer wissenschaftlichen Herausforderung und möchte nicht länger Chemielehrer sein. Also hat er sich in das Astro-Bürger-Programm eingeschrieben. Und zwar in der Hoffnung, hier endlich den verdienten Respekt zu erhalten. Triff erfolgreiche Intelligenzentscheidungen. Und zwar 5 Stück. Also mega intelligent. Kräftetechnisch kann er gar nichts reißen. Beweglich ist er ganz gut. Okay. Nehmen wir doch einfach den Emmett heute mal. Ne? So, ein weiterer Ladebildschirm. Ja. Tag 1. Nee, das wollen wir nicht. Also, müssen wir wohl doch den Voyager-Modus nehmen, oder? Gucken wir mal. So, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich mache die Aufnahme nochmal neu, aber ich finde es eigentlich ganz nett, das alles zu zeigen hier. Insofern, es ist nur nicht der Spielmodus, den ich jetzt möchte. Ein neues Abenteuer. Emmett, komm, starten wir. So, die Sockenpuppe, was das mit der auf sich hat, das müssen wir auch noch rausfinden. Allein im All trifft einen neuen besten Freund, wird stolz von der Astro-Bürger-Ärzteschaft empfohlen, damit man wahrscheinlich nicht bekloppt wird, damit man ein bisschen Puppentherapie machen kann oder ähnliches. So, das sieht auch schon besser aus. So, die Zeit läuft. Jetzt holen wir uns erstmal ein paar Freunde ins Boot. Suppe ist nie verkehrt. Ist hier mal irgendjemand? Komm, ja, den nehmen wir mit. Zum Shuttle. Alles klar, ist ja alles voll. Ey, geh. Geh doch rein. Ach ja, das ist doch fies. Ach so, das war ja alles nur Auskundschaften bis jetzt. Okay. Suppe. Suppe. Ach so.
Matze, du musst doch auch mal gucken, was du schon alles in deinem Inventar hast. Und eine Sockenpuppe. Ja, zum Shuttle. Komm, hopp, jetzt brauchen wir Medizin und noch ein paar Freunde. Dann wäre doch die Welt gut. Du kommst mit? Haben wir noch jemanden? Nein. Okay. Ich würde sagen, ich hatte nicht den besten Lauf. Aber die Suppe, die hält 737 Jahre. Das ist doch schon mal super. So, der erste Tag. Zu dritt. Das ist schlecht. Schön, dich kennenzulernen. Dein Astro-Computer-Assistent meldet sich zum Dienst. Du musst wohl Emmett sein, was? Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass du aufgrund deiner Taten bei der Evakuierung absolut perfekt dafür geeignet bist, Captain dieses Schiffes zu werden. Willkommen an Bord des Fluchtshuttles, Captain. Im Namen des Astro-Bürger-Programms bitte ich dich, die winzigen Umstände zu entschuldigen, denn du wirst jetzt 60 Parsecs weit von der Erde weg befördert. Empfohlene Handlungsweise: finde einen sicheren Ort zum Landen und kontaktiere die Außenwelt. Bitte überprüfe den Hauptcomputer, um weitere Anweisungen zu erhalten. Er befindet sich in der Mitte des Shuttles. Folge der Richtlinie zur Rationierung und versorge deine Besatzungsmitglieder. Viel Glück, du wirst es gebrauchen, Captain. Viel Glück ist natürlich nicht schlecht, ne? So, meine 5 erfolgreichen Intelligenzentscheidungen, das ist doch schon mal super. Okay. Computer, was hast du denn für mich? Captain, da du eben erst das Kommando übernommen hast, muss laut Protokoll eine Rede gehalten werden. Und zwar eine gute. Ach, vergiss das, eine fantastische. Deine Besatzung schaut dich gespannt an. Zeit, ihnen zu zeigen, was du auf dem Kasten hast. Es wird ernst. Jetzt kannst du zeigen, welche Art Captain du auf dieser unglaublichen Reise sein wirst. Was für eine Rede willst du halten? So, das sind also in der Tat dann hier diese Balken, die mir sagen, was ich am besten kann, ne? Weil das passt ja, sehr intelligent, ganz gut beweglich und überhaupt nichts muckimäßig auf dem Kasten. Intelligenz, das ist perfekt. So, und wir gucken mal, was haben wir denn hier? Meine Waffe ist da, das ist schön. Das Ding ist noch nicht da, das können wir noch nicht nutzen. Okay, weiter geht's. Der zweite Tag, bitte. Danke. So, du hast dir deine Worte genau zurechtgelegt. Deine überzeugende Rede war mehr als der bloße Beweis, dass du der würdige Captain der letzten menschlichen Besatzung des Universums bist. Ein toller Auftritt, Captain. Noch vor Ende der Rede begann deine Besatzung zu jubeln. Lang lebe unser Captain, erfüllte die Kapsel. Wenn irgendein Geräusch durch die lautlose Leere außerhalb deines Schiffes reisen könnte, das wäre es gewesen. Eins steht jedenfalls fest. Du bist bereit für jede Herausforderung, die die Galaxie für dich bereithält. So, einmal kurz scrollen. Captain, das Herstellungsmodul im hinteren Teil der Kabine wurde aktiviert. Genau wie in der Broschüre für Astro-Bürger. Diese brandneue Technologie lässt sich in Übereinstimmung mit dem Massenerhaltungsgesetz erschaffen und zerstören. Du brauchst nur ein paar Mineralien, Chemikalien oder Energie. Mit der Maschine kannst du Vorräte herstellen, recyceln und reparieren. Außerdem kannst du Gegenstände und Shuttle-Systeme verbessern. Klingt gut. So, was haben wir denn zum Recyceln? Die Sockenpuppe, die hebe ich mir mal auf. Suppe, der Kommunikator, den können wir echt noch gebrauchen. Bei der Waffe weiß ich es nicht so recht. Aber wir haben nur eine bestimmte Menge Suppe. Ich recycle erstmal gar nichts. Und herstellen können wir auch nichts, also lassen wir das erstmal insgesamt. Ich bin verstört, Captain. Du hast berichtet, dass du irgendwo im Shuttle ein Kind hast weinen hören, aber meine Sensoren weisen auf niemanden hin, der nicht hierher gehört. Wir sind ganz sicher keine Kinder. Vielleicht handelt es sich hierbei um eine auditive Halluzination, die ausgelöst wurde, weil du durch den Anblick eines Atomkriegs derart belastet bist.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass meine Sensoren eine Fehlfunktion haben und hier wirklich ein blinder Passagier ist. Möchtest du das Shuttle durchsuchen? Ja. Tag 3. Ihr alle habt versucht, die Ursache der mysteriösen Kinderschreie zu finden, obwohl niemand außer dir sie hören konnte. Aber selbst nachdem ihr in jeder Kiste und in jeder noch so dunklen Ecke nachgesehen habt, habt ihr niemanden gefunden. Also war es doch eine auditive Halluzination, die durch die starke Belastung ausgelöst wurde. Das überrascht mich nicht. Als die Atombomben auf die Erde niedergeprasselt sind und die Raumstation explodiert ist, sind du und deine Besatzung nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Milliarden andere hatten nicht so viel Glück. Das ist wohl wahr. Also, was sind das denn für Probleme, über die wir hier reden, gell? Wenn man das mal wieder so in Relation sieht, alles easy. So. Ich würde gerne eine Expedition machen, um erstmal Vorräte zu bekommen, bevor ich welche recycle. Was zeichnest du da, Kapitän? Ja. Kapitän. Mhm. Ist das Schinken? Ich verstehe, du hast genug von der Suppe und sehnst dich nach Erdnahrung. Reiß dich zusammen, das führt doch zu nichts. Zum Glück habe ich genau das richtige Programm für diese Situation. Es heißt, es gibt noch mehr als Bockwurst und Kartoffelsalat. Das sollte dich auf anderen Gedanken bringen. Würdest du gerne an dem Programm teilnehmen? Klingt gut. So, alle gut gelaunt. Perfekt hier, Party People. Das ist schön. Kann ich da draufklicken? Passiert nichts, ne? Weiter geht's. Tag beenden. Haben wir doch schon 4 Tage überlebt. Wie ist das denn, hä? Wir waren erfolgreich, Captain. Deine kulinarischen Gelüste sind wieder unter Kontrolle. Wir verbrachten den Nachmittag mit erbauenden Gesprächen über Dinge, die wichtiger sind als Essen und kamen dann zurück auf die vielen Vorzüge von Tomatensuppe. Jetzt sollten wir uns aber wieder darauf konzentrieren, die aktuelle Mission zu überleben, meinst du nicht auch? Denk daran, das Leben ist wie ein gedeckter Tisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber meine Programmierung sagt mir, dass du dich jetzt besser fühlen solltest. Ja, doch, alles gut. Es ist, alles ganz tutti hier. Interessante Neuigkeiten, Captain. Hinter einer der Wandplatten scheint sich ein Hohlraum zu befinden. Vielleicht ein versteckter Raum? Ein geheimes Lager? Es wäre eine Überprüfung wert. Wie willst du herausfinden, was sich hinter der Platte verbirgt? Ja, das, was ich am besten kann. Beweglichkeit, würde ich sagen, ne? Der 5. Tag. Easy. Gestern habe ich dich auf einen versteckten Raum hinter einer der Wandplatten aufmerksam gemacht. Du hast dein Bestes gegeben, um hineinzukommen, hattest aber keinen Erfolg. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was sich auf der anderen Seite befindet. Meine Berechnungen belegen, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Schatz wie eine gigantische Suppendose nur 1% beträgt. Mit anderen Worten, definitiv nicht der Mühe wert. Du bist hungrig, Baby hat Hunger, Didi ist ziemlich hungrig. So, was ist jetzt schlimmer? Ziemlich hungrig oder hungrig? Ziemlich. Werden die wahnsinnig, wenn sie lange Hunger haben? Das ist eine gute Frage, oder? Wir haben eine kleine Metallschachtel in einem der Fächer gefunden. Darauf steht, Unsert, bitte öffnen. Du könntest das Schloss auseinandernehmen und dir so ein paar Materialien sichern. An den Inhalt kommst du dann aber nicht. Du könntest auch versuchen, sie zu öffnen. Wenn du denn geschickt genug bist, wofür entscheidest du dich? Geschickt oder intelligent? Ich glaube, Intelligenz, die bringt mir nichts, ne? Ich verstehe jetzt die Auswahl nicht ganz. Naja, ich nehme die Materialien, die habe ich sicher, hoffentlich. Wenn mein Schluss stimmt, dass ich mit Intelligenz an die Materialien komme. Wir werden es sehen.
Ich hab's Essen vergessen. Ei. Du hast das Schloss von der Schachtel, die du im Shuttle gefunden hast, vorsichtig auseinandergebaut. Wie vorher gesagt, war die Schachtel nicht mehr zu gebrauchen, also hast du deine ganze Aufmerksamkeit den Einzelteilen des Schlosses gewidmet. Die Einzelteile waren nicht so nützlich, wie wir dachten, aber das Schloss wurde durch eine Batterie betrieben. Du konntest sie problemlos vom Rest der Teile trennen. Ja, schön. Das ist gut. Ich hätte immer noch gerne einen Überblick über das, was ich besitze, so inventartechnisch. Hier geht's auch nicht weiter runter. So, bevor wir es vergessen, hungrig, hungrig und hungrig. Machen wir eine Runde für alle. Ach du. Das geht natürlich echt sofort an den Lagerbestand. Entscheiden wir uns mal. Der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt. Das ist eine schlechte Nachricht, oder? Einer unserer Filter im Main Onboard Support Circuit for Oxygen Waste, kurz Moskau, hat eine Fehlfunktion. Ich weiß nicht, wer sich den Namen ausgedacht hat. Wir können Sabotage jedenfalls nicht ausschließen. Du solltest den Filter reparieren. Du kannst Moskau aus dem schwerkraftlosen Bereich zwischen Rumpf und Außendeck erreichen. Tja. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich denke, Geschicklichkeit wäre da nicht schlecht. Jetzt gucken wir nochmal. Hier. Ups, einmal zu viel geklickt. Beweglichkeit geschmeidig. Durchschnittlich. Wendig. Die Didi darf das tun. Okay. Dann nehmen wir die Didi. Suppen sind eingeloggt. Okay. Und weiter. Und der siebte Tag schon. Didi ist tapfer durch den schwerkraftlosen Bereich gesaust. Das Geschick, mit der sie sich den beschädigten Filtern geschnappt hat, erinnerte mich an einen in Kleber getauchten Gecko. Sie zog kräftig an dem Filter und wurde von einem Ausstoß puren Sauerstoffs getroffen. Captain, meine Sensoren zeigen an, dass der ganze Sauerstoff Didi schlauer gemacht hat. Perfekt. Eine Verbesserung des menschlichen Verstandes sollten wir auf jeden Fall feiern. Womit? Und was ist mit dem Hunger, Leute? Ihr habt doch alle Suppe bekommen. Ist nicht wahr. Batterie. Die wird mal recycelt. Ja, dann kann ich aber ein bisschen was anderes herstellen. Ich hoffe, ich brauche die für nichts anderes. Ja, okay. Captain, es scheint da ein Fehler. Das lese ich heute nicht nochmal vor. Bitte, Captain, tu etwas. Ich weiß nicht, wie lange ich noch funktionstüchtig bin. Beeil dich. Ja, Fehler verlangen Intelligenz. So, füttern tue ich jetzt nicht mehr. Ihr habt ja alle Suppe bekommen. Ich kann es nicht ändern, wenn die euch nicht reicht. Okay. Ups. So. Der achte Tag. Guten Morgen, Captain. Danke, dass du den Fehler behoben hast, der meine Kommunikation gestört hat. Du bist ja Hackerin, muss ich zugeben. Nun, das ist eine Erleichterung. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn du nicht da gewesen wärst. Danke, Captain. Recycling abgeschlossen. Batterie ist weg. Chemie haben wir 10 Stück. Perfekt. Jetzt gucken wir mal, was wir damit herstellen können. Suppe können wir herstellen. Feuerzeug braucht man Mineralien. Artefakt braucht man Mineralien. Klebeband braucht man Mineralien. Also machen wir mal Suppe. Das ist
glaube ich... Okay, die wird ja nicht ewig halten, die wir hier haben. Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein oder viel schlimmer noch, eine neue Art der Sowjets, ihre Signale zu verschlüsseln. Wir müssen diese Signale so schnell wie möglich entschlüsseln. Nach allem, was wir wissen, könnte unser Überleben davon abhängen. Wer soll die Signale überwachen? Ja, entweder der Emmett selbst oder die Didi, wenn wir jetzt sehen, wie intelligent die geworden ist. Gucken wir nochmal. Brillant. Und die Didi? Durchschnittlich. Ja, dann ist es klar. Der Chef. Suppe für niemanden. Tag 9. Oh, erster Kontakt. Das ist gut. Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen, aber das ist einer der größten Momente für die Menschheit und die von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht allein im Universum. Wir konnten endlich die Signale entschlüsseln, die wir empfangen haben. Sie stammen von Aliens. Super, ist das jetzt beruhigend? Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Also von anderen Lebensformen. Und nein, damit meine ich nicht die Kommis. Okay. So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen. Anscheinend gibt es einige intelligente Zivilisationen in dieser Galaxis. Die Signale kommen von überall. Wir könnten mit Sicherheit sagen, dass wir früher oder später auf einige von ihnen treffen werden. Unser, oder insbesondere dein Leben, wird sich für immer verändern, Captain. Heidewitzka. Da hast du fantastische Arbeit geleistet, Captain. Elektromagnetischen Interferenzen, die du zurückverfolgt hast, deuten zu einer Art potenziellem Landepunkt auf unserer Flugbahn. Unsere voraussichtliche Dauer bis zur Ankunft auf dem Himmelskörper, was immer er auch sein mag, beträgt T-3. Okay, was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich noch 3 Tage. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. Und zwar genau eine, na super. Du bist am Verhungern, Captain. Iss besser etwas, und zwar schnell. Baby ist auch am Verhungern. Er sollte nicht so lange ohne Essen auskommen müssen. Didi sagt, dass sie dich als Captain schätzt. Das ist gut, Didi. Das ist eine sehr vernünftige Aussage. Didi ist auch am Verhungern. Sie sollte nicht so lange ohne Essen auskommen müssen. Leute, das ist echt schlecht. Captain, bisher habe ich im Shuttle für künstliche Schwerkraft gesorgt. Aber ich muss mich vergewissern, wie gut du und die Besatzung in einem Umfeld ohne Schwerkraft, wo ihr also gewichtslos seid, zurechtkommt. Der Vorteil dieser Gewichtslosigkeit ist, dass ihr alles überall aufbewahren könnt. Der Nachteil ist, dass es schwerer wird, sich zu bewegen. Übung macht den Meister, aber wenn mehrere Personen gleichzeitig am Schwerelosigkeitstest teilnehmen, wird es chaotisch. Wen wollen wir testen? Tja, wer ist denn am beweglichsten? Nee, hier gucken wir nicht, da gucken wir. Genial, Intelligenz, genial, das ist doch toll. Beweglichkeit, geschmeidig. Ich habe aber das Gefühl, dass wir das natürlich auch ein bisschen trainieren können, ne? Indem wir das die Leute einfach machen lassen. Durchschnittlich beweglich. Wendig. Also Didi, es wird jetzt mal deine Aufgabe werden, ne? Wir haben lieber hier Spezialisten als Allround-Dilettanten. Und jetzt? Bitte, bitte die Suppe nicht vergessen. So, Tag 10. Didi hat den Schwerelosigkeitstest nicht bestanden. Dusselige Kuh. In dem Moment, in dem ich die Rotation des Shuttles deaktiviert hatte, geriet sie in Panik und begann wie ein Fisch im Trockenen zu zappeln. Ist nicht wahr, oder? Waffe kaputt? Das Ding kaputt? Die Vorräte des Shuttles haben für die Unbeholfenheit von Didi bezahlt. Einige Gegenstände wurden ernsthaft beschädigt. Es scheint, als hätte das Astro-Bürger-Programm mehr in das Schwerelosigkeitstraining investieren sollen.
Wir befinden uns noch immer in Anflug auf dem möglichen Landeplatz, geschätzte Ankunft in T-2. Du bist nicht mehr am Verhungern, das ist gut. Ich bin aber immer noch hungrig. Baby scheint nicht mehr am Verhungern zu sein, er hat aber immer noch Hunger. Baby lässt dich wissen, dass er dich als Captain schätzt. Didi scheint nicht mehr am Verhungern zu sein, ist aber ziemlich hungrig. Heidewitzka. Können wir hier irgendwas jetzt... Wie viel habe ich denn bekommen von dem Zeug? Wird alles mal hergestellt, okay? Welche Entscheidung treffen wir denn heute? Captain, unsere Systeme laufen unterhalb ihrer optimalen Werte. Ich könnte herausfinden, dass die Verkabelung... Ich konnte herausfinden, dass die Verkabelung möglicherweise fehlerhaft sein könnte. Ich schlage vor, dass du einen Blick unter die sprichwörtliche Haube wirfst und die Kabel reparierst, bevor eine Störung auftritt. Die Kabel sind verknotet und verschraubt in einer dunklen Ecke versteckt. Du wirst allein herausfinden müssen, wie du das hier lösen kannst. Ich vertraue deinem Instinkt nicht, dass ich eine Wahl hätte. Ich nehme da mal Beweglichkeit. Scheint mir angemessener. Irgendwie muss ich jetzt mal dringend an Suppe kommen, ne? Geht ja nicht. Loyal, loyal, experimentell. Na gut. Der 11. Tag. Gut gemacht, Captain. Du bist tief in das Meer von Kabeln getaucht, hast sie in kürzester Zeit entwirrt und an den richtigen Stellen wieder verbunden. Ich bin sicher, ob dir klar war, was du da gemacht hast oder einfach nur Glück hattest. Captain, hm? Na gut. Die Schiffssysteme arbeiten wieder mit optimaler Leistung. Du musst dir keine Sorgen machen, zumindest für den Moment. Planet oder nicht, worauf auch immer wir zusteuern, es kommt näher. Morgen ist es soweit. Captain, wie schon gesagt, ich habe das Herstellungssystem am Ende des Shuttles aktiviert. Im Moment sammelt die Maschine nur Staub. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. Sehr gut, dann machen wir das Spiel jetzt hier einfach nochmal. Solange es mit dem Hunger hier noch geht, stellen wir noch eine neue her. Und jetzt gucken wir mal, welche Entscheidung wir hier treffen müssen. Hast du in letzter Zeit in den Spiegel geschaut, Captain? Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass du einen Ausschlag zu haben scheinst. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber wir können nicht ausschließen, dass es ein Symptom einer gefährlichen Krankheit ist. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich würde dir wärmstens empfehlen, etwas gegen den Ausschlag zu unternehmen. Ich schwöre, ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Es geht wirklich nicht darum, wie komisch du gerade ausschaust. Kann ich aber nicht. Kann ich nicht. So, solange keiner verhungert, gibt es keine Suppe. Also, keine Entscheidung hier, also keine Aktion. Herstellung läuft. Machen wir weiter. Na, wir leben immer noch und der 12. Tag ist schon... Au! Ja, hallo, Captain. Ach du meine Güte, du siehst heute gar nicht sehr gut aus. Der Ausschlag hat sich offenbar über deinen ganzen Körper ausgebreitet. Igitt. Du scheinst zudem Fieber zu haben, Captain. Du hättest deine Krankheit nicht unbehandelt lassen sollen. Ich konnte nicht. Ich hoffe, du erholst dich schnell. Das Schicksal der Mission lastet auf deinen Schultern, aber du weißt ja, keinen Druck. Didi ist dir gegenüber immer noch loyal. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. Du bist schwach, kannst du etwas dagegen tun? Du bist am Verhungern, Captain. Eine Portion Suppe wäre nicht schlecht. Baby ist am Verhungern, er sollte nicht so lange ohne Essen auskommen müssen. Didi ist am Verhungern, sie sollte nicht so lange ohne Essen auskommen müssen. Hoffentlich geht das noch einen Tag gut. Wir müssen hier nochmal herstellen, ne? Keine Ressourcen, das ist jetzt natürlich echt schlimm. Was will ich denn mit dem Artefakt? Klebeband scheint mir erstmal nützlicher. Ja gut, also wenn der Emmett verhungert, ist es um. Ob du es glaubst oder nicht, Captain, aber wir könnten tatsächlich Glück haben. Wir nähern uns einem Himmelskörper, der ein Planet zu sein scheint. Meine Scanner erkennen kein Leben, aber einige Strukturen auf der Oberfläche deuten darauf hin,
dass er irgendwann mal bewohnt gewesen ist. Das Klima ist rau und unfreundlich, aber selbst das ist immer noch besser, als ziellos im All rumzutreiben, oder? Wir können eine Landung versuchen, aber das Steuern des Schiffs erfordert eine außergewöhnliche Auge-Hand-Koordination. Da du eher die Eigenschaften eines ausgewachsenen Trampeltiers aufweist, brauchst du Glück auf deiner Seite, um erfolgreich zu sein. Sollte ich in Anbetracht dessen das Landungsprotokoll einleiten? Tja. Probieren wir's. Ich habe hier nichts zu verlieren, gell? Er kriegt was zu essen und... Ja. Didi, tut mir leid, für dich gibt's keine Suppe. Bitte nicht, bitte Didi nicht. Mutopia! Gute Arbeit, Captain. Obwohl die Landung recht holprig gewesen ist, ist es dir gelungen, das Shuttle mit minimalen Verlusten zu landen. Abgesehen von einigen Schäden an der Kommunikationskonsole scheint alles in Ordnung zu sein. Ich glaube, wir haben hier keinen hoffnungslosen Fall, jedoch wird es eine Weile dauern, bis ich die optimale Art und Weise der Durchführung der Reparaturen berechnet habe. Bitte bleib geduldig, ohne Suppe, Captain. Ja. Nimm dir erstmal einen Moment Zeit, iss eine Suppe, um deine Umgebung zu betrachten. Wer weiß, vielleicht stellt sich ja dieser Ort als eine Art Mutopia heraus. Warte, bis du eine Suppe gegessen hast. Habe ich gerade gemut? Was für ein seltsamer Fehler, ich habe natürlich Utopia gemeint. Du wirkst immer noch nicht ganz gesund, ja woher auch? Didi ist immer noch am Verhungern, Job, ne? Ich weiß nicht, ob du technisch begabt bist oder einfach nur das Glück des Dummen gepachtet hast, aber der hergestellte Gegenstand ist von hoher Qualität, klasse. Erstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand, verfügbar, klebriges Klebeband. Ich bin nicht mehr am Verhungern, aber hungrig. Baby scheint auch nicht mehr zu verhungern, aber er hat Hunger. Und wie wir die Didi hier durchkriegen sollen, das ist mir noch nicht ganz klar. Herstellen können wir nichts. Ich hätte es früher tun sollen, ne? Als du in der unmittelbaren Umgebung des Shuttles auf Erkundungstour gegangen bist, hast du bemerkt, dass das, was du für eine Felsformation gehalten hast, in Wahrheit ein von Staub und Schmutz bedeckter Spender ist. Er wird durch einfache Abbildung von Suppendosen geziert und scheint es schon seit langer Zeit keine Energie mehr zu haben. Wir könnten versuchen, das Problem zu beheben, aber wie? Oh, Moment. Wir verschrotten das Ding. So, nochmal Glück gehabt, gell? Und wie das ganze Drama hier endet oder weitergeht, das werden wir dann morgen sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war 60 Parsecs und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit am Start. Euer Matze.